Hallo, ihr Freunde des gepflegten Videospiels. Hier ist wieder Rehard aus Sendung mit. Hä? Ach, Senior, ich habe dir schon einen, ach, ich bin jetzt so voll auf Deutsch lesen. Ach, Senior, a couple times. How many Pokémon have you caught? Zero? Would you like me to show you how to catch Pokémon? Klar. Okay, fine then. Anyway, if you want to catch Pokémon, you have to work a lot. Entweder bin ich doof oder ich habe auf Ja gedrückt, oder Leute? Ich weiß nicht. Sag mir, dass er einfach spielt. Oh, ich kann rennen, ich kann rennen, 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 rennen. Ah, Gott, ich weiß, nein. Hm, ja, ich habe auf Ja gedrückt, aber ich habe B gedrückt dabei. Weil ich vergessen habe, dass meine Steuerung nicht mehr der von Mega Man X entspricht. Auch bei Mega Man X war ja meine X-Taste war bei mir B und A war bei mir... Nein, doch, meine X-Taste war B und meine A-Taste war A. Und jetzt ist meine B-Taste A und meine A-Taste B. Verwirrend, ich weiß, aber so ist es nun mal. Das klingt immer noch wie die Intro-Musik, das ist sehr verwirrend. Dam-di-dam-di-dam. Oh mein Gott, ein wildes Radfratz, das hau ich jetzt mal weg. Razor-Leaf! Tot. One hit! Da-da-da-da! Nein! Wetten, mir fehlt jetzt noch ein XP für Level 9, ich würde lachen. Tatsächlich, mir fehlt genau ein XP für Level 9, das ist doch voll die Verarsche. Leck mich! Turbo Speed of Doom! 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 So, jetzt will ich kämpfen. Nein, Moment, ich will mir erst ein Pokémon fangen. Ich weiß aber noch nicht welches. Taubsi ist dämlich. Oder eher nicht dämlich, aber ich mag keine Taubsi. Es stirbt Taubsi. You don't belong in this grass. Meine Drogen. Level 9! Tja, gute Frage, was könnte ich mir fangen? Ein Wieso wäre eigentlich gar keine so schlechte Wahl. Wenn sich zu Visenio entwickelt, ist es relativ nützlich. Also rennen wir zurück in das Gras und holen uns einen Visenio. Wieso? Och Gott, ich bin nur so dämlich. Ich könnte aber auch mal hoch in den Bergpfad gucken. Da finden sich, glaube ich, Kleinstein und ganz selten mal ein Dingenskirchens, Pummeluff. Wobei Pummeluff, dafür habe ich eigentlich keine Verwendung. Different kinds of Pokémon appears past here. If you want to catch them all, you have to look everywhere. Hä? Nochmal gucken. Das sind die Elfruinen, Kumpel. Route 46. Mountain Road ahead. Ja, ist klar. Nichts gegen deine grafischen Kenntnisse, Kumpel, aber... Geil, Jigglypuff. Ich glaube, das fange ich mir. Nein, Penner. Ich will nicht schlafen. Wach auf, Runa. Dummes Viech. Wach auf, Runa. Dummes Viech. Wach auf, Runa. Dummes Viech! Jetzt hat sie um... Oh! Im Ernst, ey, jetzt... Hättest auch ruhig weiterpennen können, du Schnarchtaffe. Anstatt mir mein Pokémon wegzukillen. Ich bräuchte definitiv eine höhere Leistung meines Emulators. Okay, jetzt hatte ich gerade einen bösen Duck. Gehst du wieder? Ja, jetzt gehst du wieder. Ich war gerade eben ein böser Duck. Mein Emulator läuft minimal auf 99% Leistung. Boah, ist das mies. Nicht mal 100% schenkst du mir. Gut, ein Pokémon schaue ich noch und dann... Okay, ich habe keinen Bock mehr. Suchen wir uns ein Visor. Neum. Neum. Visor, wo bist du? Visor, Visor. Du bist kein Visor. Du bist ein Taubsi. Und ich mag keine Taubsis. Du bist ein Radfratz. Dich mag ich auch nicht. Du bist immer noch ein Radfratz und ich mag dich nicht. Lass mich in Ruhe. Du bist ein Visor. Du bist schwach, aber du bist eines. Back. Pokéball. Nose. Fick dich. Bleib in dem Ball, du blödes Drecksvieh. Sollte aufhören, die Pokémon zu lenken. Yay! Sentret was caught. So, und wie nennen wir dich? Lass mich kurz überlegen. Mir fällt kein besserer Name als Rena ein. Also lass mir Rena fürs Erste im Raum stehen. Gut, dann würde ich sagen, gehe ich mal ins Pokémon Center. Und es wird noch relativ schwach sein, also will ich jetzt kurz offscreen. Ich denke mal 3 Level trainieren und dann sehen wir uns gleich wieder vom Poké Center. Bis dann! So, jetzt habe ich mein Team, mein fabulöses Duo, etwas gestärkt. Jetzt sind Rena auf Level 6 und Runa Level 10.
I just lost, so I'm trying to find more Pokemon. Wait, you look weak, come on, let's battle! Eins, Jüngster, ein Trainer, slash 1. Und er hat auf einmal ein Radfratz. Ja. Finde ich so zäh und es ist dann noch höllisch stark. I don't have any more Pokemon! Also jetzt sind hier böse Sprite-Fehler. Und was hast du für ein Pokémon? You're a Pokémon trainer, right? Then you have to battle. Okay, der hat jetzt Rocket-Musik oder Spielermusik. Was willst du? Er schickt mir einen Taubsi entgegen. Verkehrte Welt. Normalerweise sitzt der obere Trainer, das Level 4er und der untere... What the fuck? Der hat noch eins? Ach so, ja doch, stimmt ja. Der hat jetzt... Aber der hat gerade eben nur eins angezeigt. Werde ich jetzt schon doof oder hat das Spiel massive Fehler? Egal, wir haben diesen Trainer auch aus dem Weg geräumt. Ein Käfersammler, den schaffen wir noch. Instead of a bug Pokémon, I found a trainer. Ja, Bugs gibt's in diesem Spiel offenbar reichlich, aber nichts gegen den Entwickler Zell. Ich muss sagen, Zell, ich werde dich wahrscheinlich noch privat anschreiben, falls ich dich irgendwo finde. Auf YouTube oder so, keine Ahnung. Ich muss sagen, ich bin wirklich absolutely amazed. Das Spiel ist... Dafür, dass es eigentlich ein simpler Hack ist, es ist echt geil. Ich find's super, mir gefällt's total. Ach, halt die Klappe da hinten. Pech gehabt. Spiel Elsword, leck mich. Ich werde gleich noch viel gemeiner zu dir. So, wir sind auf Foto 31 und wir haben immer noch die Stabmusik. Warum? Schauen wir uns mal... Die Höhle da? Dark Cave. Ja, gehen wir in die dunkle Höhle. Okay, da stimmt das Bild schon eher. Okay, die Musik ist die wie im Pokémon. Ausgebrannten Pokémon-Labor auf der roten und blauen Edition. Dieses Spiel irritiert mich von Sekunde zu Sekunde mehr, aber gut. Ah, ich glaube, ich verlasse die Höhle lieber, bis ich Blitz habe. Ich habe keinen Bock, mich da drin zu verlaufen. Ich habe nicht ein Talent dafür. Oh, lass mich doch in Ruhe. Ich will hier raus. Ah, da war der Ausgang. Fix, Halleluja. Lass mich gehen. Danke. Los, raus hier. Meine Persimbeere. Ich weiß noch nicht, was das ist. Und da ist ein Pokéball. Gegen den Knirpser kämpfe ich später, wenn ich mich geheilt habe, damit Rena mehr Schaden machen kann. Über dem sehr groß ausgehen. Ah, oh, die Musik-Remix ist ja mal geil in Viola City. Die gefällt mir echt total. Sodala! Okay. Yeah. Dann gehen wir mal weiter. Ja, okay, du hättest vielleicht... Also ein Tipp von mir an dich, Spielentwickler. Du hättest vielleicht das Sprite-Ding ändern sollen, wenn man aus einem Haus rausgeht, denn das ist keine Höhle. Zwei Trainer slash 1. Okay, zählt er die Trainer, mit die ich platt mache, oder? Ich weiß nicht. Bleiben wir bei Bugcatcher. Damit können wir leben. Level 7. Yeah, Kicktail. Quick Attack. Ja, geile Scheiße. Quick Attack kann ich brauchen. Bam. Bam. Macht mehr Damage als Kratzer und trifft vor allem zuerst. Muhaha. Ein Hornio. Bam. Nein. Boah. Nicht vergiftet. Das ist gut. Normalerweise werde ich immer vergiftet. Ich habe Glück gehabt. Peng. Fick dich. Ich treffe trotzdem. Bang. Kekse. Ich mag Züge. So, und jetzt fange ich mir noch einen Knofenser. Ich will einen Knofenser haben. Da haben wir einen Knofenser. Bellsprout. Okay, das sollte an sich reichen. Pokéball, los. So, und jetzt besorgen wir uns gleich mein neues Pokémon. Das werde ich aber nicht behalten. Ich will es einfach nur zwecks der Dekoration haben, wisst ihr? Und zwar heilen wir uns erstmal, oder nein, gehen wir erstmal in das Haus hier unten rein. Und sprechen mit dem jungen Mann hier. I'm looking for the Pokémon Bellsprout. Wanna trade for my Onix? Gerne doch. Je nachdem welches Level das Bellsprout ist, das ich ihm gebe, bekomme ich auch ein unterschiedlich starkes Onix. So kann man zum Beispiel in älteren Editionen ziemlich schummeln. Und zwar kann man bei einem Trainer ein... Was war das für eins? Also er will ein Yugong tauschen und will dafür, glaube ich, ein... Was wollten der dafür haben? Ich glaube, ein Kangama. Und wenn ihr dem ein Level 5er Kangama gebt, dann würde ich auch ein Level 5er Yugong geben. Damit hättet ihr ein Yugong, das ihr im
dass ihr selber ausstatten könnt mit Fähigkeiten und zum Beispiel in Pokémon Stadium 2 im Minicup kämpfen lassen könnt. Ich habe mir eine riesen Anzahl von Level 5ern angerichtet, mit dem ich auch so manches Turnier gewonnen habe. Die waren aber auch wirklich bösartig. Ich meine, ein Hunduser mit Matschbombe. Oh, eine Persimbeere, die will ich gern haben. Scheint ja nichts Besonderes, aber wenn das halt alles so urbesondere Pokémon sind. Und da ist sogar eine Info mit dran. Ach, ist das herrlich. Ist das herrlich. Also das taugt mir echt. So, jetzt würde ich gern dieses Onix ablegen. Ich komme mir so oft aus den Reden raus, weil ich so fasziniert von diesem Spiel bin. Ach, das gefällt mir. Das ist so herrlich. So, was ist das da? Ja, das Pokémon Akademie. Gehen wir doch mal hinein. Ist jemand da? Nein, ich hasse dich. Wo bist du, Earl? Da bist du ja. Drrr. Hallo, bist du ein Trainer? Hast du den Kampf gegen den Arena-Leiter gewonnen? Nö. Oh, ist das wirklich so? Dann solltest du studieren. Bitte folge mir. Ich kann keinen französischen Dialekt mehr. Hier bin ich ein Lehrer. Es ist für dich gut, wenn du hier studierst. Earl, I am a wonderful other Pokémon. Yes, teach you able to be a better trainer. Want you know to know? Want to be a winner is you? No. So you want to know how to raise Pokémon? Well, no. Oh, smart student, you're nothing more to teach. Good to Pokémon, you must be. Leck mich, Earl. Du wirst immer noch genauso schwul, wie du früher warst. Nicht du schon wieder, Carlos. You again. Let's battle. Nein, ich will nicht kämpfen. What the fuck? Wo hat denn Elekid her? Und warum bin ich hier? Scheiße, ich bin nicht geheilt. Fuck, ich wusste, ich hätte mich heilen sollen, nicht Sepp. Ah, der wird mir den Boden aufwischen, wenn es ganz dumm läuft. Komm schon, Runa, häng nicht rein. What the fuck? Oh, wie unfair. Und er hat noch sein Chigi. Ha, das mache ich fertig. One-Hit-Kill! Fuck, es lebt halt noch. Komm her, Mann, Tackle. Bam. Ich bekomme doppelt so viel Geld wie normal. 1800, yeah, Mann. Ha. My Pokémon were weak from the skin battle, that's why I lost. We'll soon battle again. The fuck, was bist du für ein Freak? Greif mich halt in der Arena an, du Spasti. Wieso steht dieses Schild mittendrin im Weg? Ja. Alter, wie unfair, jetzt greift der Typ mich einfach schon in der Arena an. Also sollte ich mich immer darauf gefasst machen, dass mich einer meiner Rivalen jederzeit irgendwo herausfordern könnte. Und es hieß drei Rivalen in der Beschreibung, wo ist der dritte? Dieses mysteriöse Mädchen, war das auch ein Rivale? Oder ist das einfach nur ein Sprite-Fehler? Okay, da sind Federn, also ist dem wahrscheinlich sein Pokémon davon geflogen. Scheiß drauf. Gut, mit dem sollten wir aber fertig werden, oder? Schaffen wir das? Ja, schaff mal locker. Voll. Und wie wir das machen? Locker vom Hocker. Super gemacht, Rena. So, okay, dann würde ich sagen, knöpfen wir uns gleich mal den nächsten vor. Und der sollte auch kein großes Problem sein. Peng. Peng. Bumm. Einer. Ich speed die Kämpfe ab, weil sie mir einfach zu lange dauern. Ihr kennt ja die Animationen von den neueren Pokémon-Editionen, sind ziemlich langsam. Level 9. Ach, das ist schön. Super, damit werden die alle geliefert und nur noch Falk steht im Weg, der irgendwie viel cooler aussieht als normal. Aber zuvor würde ich mich gerne mal heilen, denn da, wo ich lang gehen will, habe ich das ungute Gefühl, dass mich wieder ein Rival erwarten könnte. Wie schon gesagt, seit ich die Stadt verlassen habe, ist alles blind. Ich habe keine Peilung mehr. Wo hier überhaupt irgendwas wie und warum und kann ich da irgendwie schon ins Gras? Nee, der Spaß steht im Weg, oder? Warte mal, warum die Eile? Bist du schon im Pokémon-Arena gewesen? Du kannst ja deine Stärke testen. Das letzte habe ich nicht übersetzen können, weil ich es nicht kapiert habe. Was ist hier? Route 36? Da ist der seltsame Baum. Bewegt sich der Baum etwa? Und wir hören Prismania City Musik? Nein, oh, wie heißt die? Die Musik passt hier übel geil. Und ich kann in den Alfruin nicht rennen. Okay, das ist sehr ungerecht, aber das sieht echt geil gesprited aus. Da muss ich sagen, großes Lob, das gefällt mir wiederum. An sich die ganze Umgebungskarte gefällt mir echt super. Geile Arbeit, muss ich dich echt loben, Sel. Gefällt mir annehmend gut. So, dann würde ich sagen, kämpfen wir endlich mit Falk. Und treten ihm in seinem gefiederten Hintern.
Der, oh, ein Remix von der Arena Battle Kampf Musik. Geil. Es könnte auch sein, dass es die normale ist, aber es klang auf den ersten Hörer wie ein Remix. Scheiß drauf. Okay, Pit Giotto. Also er schickt Giotto in den Kampf. Oh, Tauboga. Bam. Das hält ganz schön was aus. Und hält ganz schön dämlich aus. What the fuck? 17 Damage, leg mich. Stirb. Was? Was? Warum kannst du Lebensschelle? Ey, leg mich. Tackle-Attacke. 9. Sand Attack. Leck mich. Komm. Nein. Ja. Nein. Nein. Da. Nein. Nein. No. Nie. Hab ich? Das war knapp. Jausa, Level 12. Lekomio, Reflect gelernt. They defeated Leader Falkner. Darn, my dad's cherished bird Pokemon. Alright, take this. It's the official Pokemon League Zephyr Badge. Geil. Zephyr Badge. Juhu! Steige die Attacke von Pokémon und ich kann Blitz benutzen. Yeah, Kekse, ich mag Züge. 31 halten. Was ist das? Ah, okay, von dem kriege ich hier Lebensschelle. Stimmt ja. Oh, ich habe echt zu lange die alten Editionen nicht mehr gespielt. Hello, Crystal. We discovered something about the egg. My assistant is at the Pokémon Center, Violet City. Could you talk to him? Jo, ich schnapp mir jetzt das Ei, werd's noch ein bisschen ausbrüten. Ist der im Pokémon Center? Ja. Ja, ich nehm das Ei. So, ich werd's jetzt noch so ein bisschen offscreen mit dem Ding rumrennen, damit es eher schlüpft. Und kurz bevor es schlüpft, werde ich wieder einschalten, damit ihr seht, wie es schlüpft. Also von daher werde ich hier speichern. Und kurz schneiden. Also, bis später. So, da bin ich wieder. Und wir müssen jetzt genau einen Schritt noch gehen, bis das Ei schlüpft. Oh mein Gott. Hä? Bom, 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 bom. Oh, ein süßes Togepi ist aus dem Ei geschlüpft. So, was bist du? Ein Männchen oder ein Weibchen? Ja, dieses Ei ist so unwahrscheinlich, dass da ein Togepi rauskommt. Wir nennen es White, weil es männlich ist. So, jetzt würde ich sagen, viel Zeit ist sowieso nicht mehr. 2 Minuten noch, also könnten wir rein theoretisch versuchen, noch bis zum nächsten Pokécenter durchzukommen. Ich habe mit dem Knilch hier gesprochen, das schenkt uns Miracle Seed, also Wundersaat für unser Pflanzen-Pokémon, auf das seine Pflanzenattacken stärker werden. So, der schickt uns 2 Pokémon entgegen. Da sollten wir mit Rena ganz leicht gegen fertig werden. Kinderspiel. So, jetzt tauschen wir trotzdem mal auf White aus, denn White soll ja auch ein bisschen trainiert werden. Ich werde es bis zum Beginn der nächsten Folge offscreen, denke ich, ein wenig trainieren. Damit es ein bisschen stärker ist, vielleicht bis Level 10, ich weiß nicht. Ich werde jetzt erstmal probieren, mich ratzfatz noch runter bis zum Pokémon Center zu mobeln und alle Trainer unterwegs platt zu machen. So, der ist aus dem Weg. Den mussten wir zwangsläufig besiegen. Die können wir links liegen lassen. Hier ist, glaube ich, auch noch einer. Jawohl, den lassen wir auch links liegen. Und dann sind wir eigentlich auch schon fast am Pokémon Center. Das machen wir noch alle, das Vieh. Ups. Das ist weniger nett, weißt du das? Tod, mit dir, So, Level 10. Oh, war klar, dass der uns wieder nicht vorbeilässt. Gut, den müssen wir noch besiegen. Und Felino. Das wird uns wahrscheinlich besiegen, wenn es ganz dämlich läuft. Ja, es hat uns besiegt. Fein. White. Jetzt tauschen wir White aus gegen Runa. Und Runa beendet das mit einem Rasierblatt. Und haut erstmal kritisch daneben. So. Exzellent. Dankeschön. Wie möchtest du die gehaltvolle Fleckmarute? Für dich 1 Million Poké-Dollar. Natürlich wollen wir die. Tja, ich dachte, Kinder von heutzutage werden reich. Und da ist ein großer Ball. Ich glaube, das ist ein Ultraball. Nein, das wäre Ultraball. Gut, der schenkt uns noch eine Angel. Die nehmen wir doch auch ganz nett mit. So, dann heilen wir uns nochmal hier. Und dann würde ich sagen, ich trainiere bis zur nächsten Folge White ein bisschen. Okay, what the fuck is going on?
geil. ROM Crash, cool. Ja, kurzer Schnitt. So, Leute. Es scheint, als würde manchmal manche Sachen einen Bug haben. Also werde ich mir angewöhnen, regelmäßig zu speichern und Save States während des Let's Plays zu setzen. Nicht, dass ich wieder von so einem ungarnen ROM Crash wie hier im Pokémon Center überrascht werde. Derzeit ist alles in Ordnung und ich würde sagen, jetzt beende ich die Folge endgültig hier und wir sehen uns zum nächsten spannenden Episode von Let's Play Pokémon Shiny Gold. Riato klingt sich aus. Bis dann, ciao.